Spülen, baggern, ebnen. An Sylts Stränden ist momentan einiges los. Seit rund einer Woche laufen die Sandaufspülungen auf der Westseite der Insel. Diese werden alljährlich vom Landesbetrieb für Küstenschutz durchgeführt, um die Sandverluste, die durch Herbst- und Winterstürme entstehen, auszugleichen. Am 30. April sind wir angefangen mit den Aufspülarbeiten in Westerland. Das ist mittlerweile schon beendet. Dort haben wir 80.000 Kubikmeter Sand vorgespült und befinden uns jetzt hier in Dichendeel. Hier sollen wir 110.000 Kubikmeter vorspülen. Insgesamt auf der ganzen Insel an 9 Abschnitten 840.000 Kubikmeter. Aktuell sind die Spülschiffe am Strandabschnitt Dichendeel in Rantum im Einsatz. Zum ersten Mal durchgeführt wurden die Sandaufspülungen auf Sylt im Jahr 1972. Seit 1984 wird entlang der Westküste regelmäßig Sand aus dem Meer gewonnen und großflächig verteilt. Wir haben ja ein Spülschiff, das ist der sogenannte Hopperbagger, der den Sand hierher bringt. Dieser wird aus einer Sandentnahme geholt, die liegt ca. 8 Kilometer vor der Küste von Sylt. Dort hat er eine große Fläche, wo er Sand entnehmen kann und ein langes Rohrwasser in den Meeresboden sticht und sich dann mit Sand praktisch vollsaugt. Sand-Wasser-Gemisch geht in den Laderaum, das Wasser fließt wieder ab und so hat er den Laderaum voll Sand. Damit kommt er dann hier an die Küste gefahren, dort liegt eine weitere Leitung, die 1200 Meter lang ist. Dort kann er andocken, anschließen und dann über diese Rohrleitung den Sand an den Strand pumpen. Eine aufwendige und teure Prozedur, doch bislang die einzig wirkungsvolle Methode, die Sylt davor bewahrt, stetig zu schrumpfen. Bis Mitte Oktober finden weitere Sandaufspülungen an ausgewählten Strandabschnitten in Hörnum, Kampen und List statt. So ist die Insel für die nächste Sturmsaison im Herbst gewappnet.